Die nächste Übung heißt One-Arm Punch. Die könnt ihr wieder wunderbar partnerweise ausführen oder auch gegen die Wand. Alex ist wieder in der Trainee-Position, ich bin in der Trainer-Position. Er geht in den Setup und ich passe ihm jetzt den Ball auf seine rechte Hand. Okay. Und dann machen wir auf die linke Hand, weil man sieht es in der Kamera. Okay. Pass, geht zurück, bleibt mal genauso stehen. Ihr seht schön, dass der Alex sich aufdreht, den Kopf mitnimmt, indem er den Ball ein bisschen runter zu den Kopf zieht. Genau. Den Kopf mitnehmen, Ball low, da wo er hin soll. Der Ellbogen schön hoch ist, direkt hinter dem Ball und die Hand so aufgefächert. Also er steht eigentlich quasi so da. Ja? Perfekt. Genau so wollen wir es haben, dann ist der Kraftvektor direkt mit dem Ball. Genau. Passt mir den Ball wieder zurück und kriegst nach der gleichen Zeit. Genau. Ihr könnt die Seiten einfach variieren. Jetzt sind rechts. Und ihr könnt auch partnerweise durchführen. Ja, wunderbar. So viel dazu. Solltet ihr keinen Partner haben, könnt ihr eben wieder gegen die Wand trainieren. Also gleiches Prinzip. Je näher ihr an der Wand steht, desto einfacher wird es. Je weiter ihr wegsteht, desto schwieriger wird es. Danke. Wenn ihr eine Säule benutzt, dann habt ihr natürlich noch ein bisschen mehr Präzision mit drin. Ne? Okay, auf geht's. Noch ein bisschen näher, eine höhere Frequenz. Ja, stimmt, gut.